Ich möchte hier 800 Watt Halogen Kunstlichtlampen vorstellen. Diese Lampen sind auch unter dem Namen Red Hat bekannt und das liegt daran, dass sie meistens ein rotes Gehäuse haben. Mittlerweile gibt es diese Lampen auch als Nachbau. Wichtig ist darauf zu achten, dass sie ein CE-Zeichen haben, dass sie die europäischen Mindestnormen erfüllen. Diese Lampen sind jetzt hier aus Kunststoff, es gibt sie aber auch in Metall und im Gegensatz zum Kunststoff wird natürlich Metall sehr heiß. Über den Drehknopf lässt sich die Lampe fokussieren. Das heißt, der Brenner verstellt sich im Reflektor. Die beiden Positionen heißen Flut und Spot. Und am Schalter wird die Lampe eingeschaltet. So sieht das Ganze von vorne aus. Qualitätskriterien für diese Lampen sind einmal die Mechanik der Verstellbarkeit, dass sich das also auch verstellen lässt, wenn die Lampe heiß ist und nicht klemmt. Und der Reflektor, das heißt, wie gut das Ausleuchtungsfeld aussieht und wie es sich auch verstellt. Wichtig ist dieses Gitter vor der Lampe, denn die Brenner können platzen und dann fliegen die Glassplitter durch die Gegend. Hier ist mal ein Beispiel für eine Leuchte, die ich kurz vor dem Zerplatzen ausgeschaltet habe. Das Leuchtmittel ist an beiden Enden gefasst und man erkennt an den großen Einschnitten innerhalb des Reflektors, dass der Wirkungsgrad auch nicht besonders hoch ist. Das meiste wird hier in Wärme umgesetzt und nur ein ganz kleiner Teil in Licht. Die lange Glühwendel ist im eingeschalteten Zustand nicht besonders stabil. Das heißt, wenn man die Lampe bewegt, kann es schnell passieren, dass der Brenner zerstört wird. Die schwarzen Klappen heißen Tore. Die sind dafür da, um das Lichtfeld zu begrenzen. Auch kann man hier, wie in diesem Fall, eine Blaufolie, eine sogenannte CTB, Correction to Blue, anbringen. Das geschieht mit Hilfe von Holzwäscheklammern. Die Lampe wird zwar heiß, aber nicht so heiß, dass das Holz anfängt zu brennen. Und man kann natürlich auch eine Frostfolie vormachen, sogar kombiniert zusammen mit der Blaufolie. Jetzt kommt mal das Ausleuchtungsergebnis. Man sieht, hier ist noch ein Rest Tageslicht, deswegen ist es so blau. Die Lampe wird jetzt eingeschaltet. Das ist die Flutposition, wo sie gleichmäßig die Wand ausleuchtet. Und jetzt wird die Lampe in Spot gestellt und da sieht man, da entsteht dann in der Mitte ein etwas hellerer Fleck. Die Wirkung der Tore sieht man jetzt auch nochmal. Ich habe das Tor geschlossen und dann auch nochmal die Fokussierung bedient. Von Spot auf Flut und dann ist dieser Fleck etwas gleichmäßiger. Ich selbst arbeite nicht mehr so gerne mit diesen Lampen, weil es ist einfach eine alte Technologie, die jetzt mittlerweile 30 Jahre alt ist. Und die modernen lichtempfindlichen Kameras und Objektive kommen mit sehr viel weniger Licht aus. Und vor allen Dingen, man kann das vorhandene Raumlicht einfach besser nutzen.